Vivienne London oder Tom Ford Ombre Leather? Diese Frage beschäftigt wahrscheinlich nur mich und wir fangen an mit dem Tom Ford Ombre Leather. Was haben diese beiden Düfte gemeinsam? Ja, sie sind extrem massentauglich, aber dazu später mehr. Wir haben selbstverständlich 150 ml gekauft, ganz simpel verpackt in so einem rechteckigen Karton, zack, 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 machen das Ganze natürlich auf und reißen selbstverständlich die Folie auseinander. Designerdüfte hin oder her, aber dieser Duft hat es 100% in sich und ist wirklich den Kauf wert. Nachdem wir die Folie weggezogen haben, zack, 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 wir nehmen den Duft raus und haben den Tom Ford Ombre Leather in der Hand. Dieser Duft ist wirklich perfekt, wenn es um Leder geht. Warum? Ganz einfach, du bekommst ihn gefühlt überall, sowohl im Douglas als auch in Nischenparfümerien und er hat sowohl einen Nischencharakter als auch diese extreme Massentauglichkeit. Nischendüfte hin und her, aber der Ombre Leather gehört in jede Parfümsammlung rein. Wir haben hier einen schwarzen, dunklen Lederduft. Was das Ganze so besonders macht, ist einfach diese schöne, massentaugliche Süße. Das Ganze entsteht durch den Amber und den Safran und das Ergebnis ergibt wahrscheinlich den besten Lederduft der Welt. Ich habe den Duft nicht ohne Grund, aber das Ding passt wirklich überall rein, wenn es nach mir geht. Ja, der Tuscan Leather beispielsweise ist ja ein schöner Lederduft, aber er kann in ein oder anderen Situationen ein bisschen zu ledrig werden. Den Ombre Leather hingegen kannst du gefühlt jeden Tag tragen und er wirkt wirklich sehr anziehend. Zudem ist die Haltbarkeit und die Ausstrahlung für so einen, ja, preiswerten Duft, sag ich mal, richtig nice. Bei mir hält er um die 10 Stunden und strahlt dabei perfekt aus. Meiner Meinung nach der perfekte Lederduft und ist in meinen Augen ein richtiger Preis-Leistungssieger. Und ein kleiner Geheimtipp von mir, den Duft kannst du wirklich richtig geil layern. Mach aber dafür unbedingt das Plus weg.